Challenger-Turnier zusammen mit einem neuen Dropshot-Spieler von uns, Kevin, ganz neu im Team. Kevin ist bekannt als Doppelspezialist unter anderem, steht aktuell, du weißt das, um die 70, glaube ich. Ja, 74. 74 im Doppel in der Weltrangliste, also Kevin weiß, wie man Doppel spielt sozusagen. Er sitzt hier mit seinem Partner Andreas Mies, spielen heute Abend noch Halbfinale, Entschuldigung. Genau, wir wollen einfach ein paar Tipps so von dir wissen, so. Was ist beim Doppel das Wichtigste? Klar, Teampartner, wie sprecht ihr euch ab? Was macht ihr so? Was sind so die gängigsten Sachen? Ja, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich schon ich hatte 2017 ein Jahr, wo ich viel Partnerwechsel gehabt habe. Und das war schon schwierig dann. Klar, da gab es auch gute Turniere, und aber meiste Zeit war es sehr stressig. Erstens mit der Suche und immer auf einen neuen Partner drauf einstellen, ist schon schwierig. Von dem her ist wichtig, konstanter Partner zu haben, natürlich. Und das ist mit dem Andi, hat es sehr gut funktioniert dieses Jahr, und das wollen wir so fortführen. Mhm. Und ja, das war eigentlich erstmal das Wichtigste, und dann halt, dass man zusammen an den einzelnen Sachen auch noch arbeiten kann. Okay. Einzelne Sachen, das heißt, wenn man jetzt einen Freizeitspieler mal sieht, was ist so, wenn dich jetzt einer fragen würde, hey, wie kann ich mein Doppel verbessern? Auf was achtet ihr, wo manche vielleicht gar nicht drüber nachdenken? So, ja. Wie bewegen sich die anderen oder sowas? Ja, ja, ist halt immer individuell, was der andere braucht, ne? Also Aufschlag, Return, ne? Also finde ich die zwei wichtigsten Schläge allgemein im Tennis, im Doppel noch wichtiger fast, ne? Weil es geht so schnell, die Ballwechsel gehen im Schnitt wahrscheinlich zweimal übers Netz, einmal übers Netz vielleicht sogar. Und von dem her, ja, einfach die Anzahl an den Schlägen, viel trainieren und so, also immer wieder. Und dann halt natürlich das Netzspiel und so, welche Position, aber das kommt dann auch mit der Erfahrung und so. Wir schauen uns dann auch natürlich die Guten auch mal an, so wie die Bryants oder so, okay, und was die so machen und wie die sich bewegen oder so, oder was es wichtig ist. Halt klar, am Netz vorne darf nichts vorbeikommen, dass man sich immer auf eine Linie bewegt, wenn man weiter vorne am Netz ist. Und ja, aber wie gesagt, ich finde, Aufschlag, Return ist das Wichtigste, dass man da diese Spots auch trifft und wo der Mitspieler sich auch dann am Netz quasi hinbewegen muss, wenn man, keine Ahnung, es gibt sogar kein Body, sondern es gibt Body vorne oder Body Rückhand. Okay. Das ist auch eigentlich noch wichtig ist. Okay, ne? Also das heißt wirklich im Detail, also Body Forehand, Body Rückhand heißt wirklich, ihr sagt genau, wo ihr... Genau, klar, wir treffen jetzt auch nicht immer die Spots. Ne? Wenn es dann Body Rückhand ist, dann schon Body Forehand, das ist halt so. Ne? Aber ist es erstmal die Ansage, weil dann ist die Prozentzahl, okay, der Ball kommt dann, wenn ich Body Rückhand serviere, zu mehr Prozent vielleicht in die Richtung, genau, und zu weniger Prozent, weil das ja schwieriger Return ist, und dann wird am Netz halt dann so dementsprechend bewegt. Ja. Okay, weil du Prozentsätze ansprichst, also ich kenne es noch aus meiner aktiven Zeit, sollen wir so beim Return hauptsächlich Cross retournieren, Cross vor die Füße, beim Aufschlag Quote, ersten Aufschlag. Wie ist das bei euch Profis so? Ist es auch noch gängig? Klar, also die Quote erstmal beim Aufschlag ist wichtig. Wichtiger wie beim Einzelnen. Also, dass die Quote hoch ist und natürlich der Return erstmal groß, aber mittlerweile das Doppel hat sich schon extrem verändert, so, dass halt viele wechseln oder I-Formation dann spielen und den Cross-Return quasi mal wegnehmen. Mhm. Und deswegen, ja, ist die Spots halt immer, ja, übertrieben jetzt mal gesagt, in Doppelkorridor reinzuspielen, okay. Cross oder Longline. Ja. Ist halt extrem schwer, den zu treffen, natürlich, aber da muss man immer halt schauen, wie sie sich bewegen und das Spiel lesen. I-Formation, für die Leute, die nicht den Begriff kennen, erklär es mal aus deiner Sicht. Ja, wenn der eine halt am Netz unten in der Mitte sitzt und der andere von hinten, wie im Einzel quasi, aufschlägt von der Mitte, und dann sagt man halt, der andere duckt sich quasi im Netz. Genau. Und, und man sagt dann Aufschlag Mitte und der Vordermann geht links oder rechts, und dann wird das Spiel halt sofort fortgesetzt, genau, wo der Returnspieler nicht weiß, okay, geht er jetzt rechts oder links. Das ist der Punkt, ne? Was machst du als Returnspieler, wenn die anderen in der I-Formation da sind? Gibt's keine Regel. Gibt's keine Regel, je nach Feeling auch. Man sucht sich eine Ecke aus und dann spielt man die Ecke. Das schon, ne? Ja, das schon. Und dann kommt es halt auf die Qualität vom Schlag auch drauf an, ne? Ob der dann, wenn der Schlag so hohe Qualität hat, wo es egal ist, wo er hingeht, dann ist man eigentlich dann als Returnspieler im Vorteil, logischerweise. Ja. Aber ja, man muss halt dann schon im Verlauf des Spiels vielleicht dann merken, okay, bei 30 Beide geht er immer nach rechts oder geht er immer nach links, ne? Und dann vielleicht sucht man sich dann sowas aus, oder man denkt halt viel mit im Doppel, ne, wo die Moves hingehen. Genau.
Das heißt, ihr analysiert während dem Match, so ja. im Seitenwechsel, wie viel Kommunikation ist da wirklich taktisch auch? Ja, während dem Match spürt so jeder so die Sachen. Aber vor dem Match wird so besprochen, was den Gegner seine Lieblingsaufschläge sind, Lieblingsreturns sind. Und darauf setzt man dann, wenn es wichtig wird halt. Weil wenn es wichtig wird, spielt Federer auch immer denselben Spielzug und es ist schwer, gegen ihn den Punkt zu gewinnen. Ne? So ja. übertrieben gesagt. Oder die ganzen Guten spielen halt die Spielzüge, die sie am besten spielen und die jeder weiß es, aber keiner kommt dagegen an in dem Moment. Kurzer Switch, so, wenn wir jetzt sagen, hier behind the scenes, wie läuft das bei euch ab? Also ihr habt jetzt heute Abend euer Halbfinale noch, in 2-3 Stunden glaube ich. Was passiert jetzt noch so kurz vor dem Match? Wie bereitet ihr euch gemeinsam vor oder jeder einzeln für sich? Was macht ihr da? Ja, wir haben uns jetzt dann um 12 haben wir uns eingespielt, fast eine Stunde, also in Ruhe. Und dann ja nichts Besonderes, essen, gut essen und dann vielleicht mal in die frische Luft gehen, okay. in der Halle. Ist auch dann immer so zäh. Aber ja, und ansonsten ganz normal vorbereiten, Warm-up machen vor dem Match und dann schauen, wie die Matches laufen. Aber so eine Routine ist schon wichtig für dich als Profi, oder? Also ja, schon, so die Stunde vor dem Match wirst du dir sicherlich genau, immer wieder den gleichen Ablauf haben. Ja, oder? Dass man dann zur Ruhe kommt, also vor dem Warm-up auch schon so eine Routine, so ein Aufwärmprogramm, wo halt quasi dann schon, wo man schon 100 Mal gemacht hat, aber man macht es halt aus Routine halt und so, weil es wichtig ist, was man alles braucht und so und vor dem Match dann nochmal. Ist jeder anders. Also ich gehe ganz gern weg in Ruhe, mal Zeit für mich, dann noch eine halbe Stunde vor dem Match. Und du willst dann mit keinem reden, du bist dann eher so für dich. Genau, erst für mich. Manche andere sind halt gerne noch unter Leuten oder so. Ja. Aber das wäre ganz individuell. Ja. Ja, sehr cool. Vielen Dank für die Einblicke. Wir freuen uns mega, dass du bei uns im Team jetzt bist. Wir freuen uns auf die Zukunft. Ja. Einige gute Doppeltitel noch zusammen mit Andreas. Und ich würde sagen, wir schlagen ein. Danke. Bis dann.